Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoreLP100, der mit der Zahl hinten dran. Herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3. Eine Nacht gesundem Schlaf, ein bisschen reflektieren und ein genauer hinsehendes Auge auf dem Weg hier in diesen Tunnel, an den ihr euch ja noch erinnert, da drin sind die ganzen Spinnenviecher, haben mich etwas entdecken lassen. Zum einen, das Spiel wird langsam ein bisschen schwerer, zum anderen, hier hinten, ich traue mich nicht rauszugehen, weil es kommt immer der Hund, wenn ich hier rausgehe, hier hinten, da ist nicht nur ein Item, da ist auch irgendein Eingang, ein beleuchteter. Deswegen gehen wir zu dem jetzt hin. Ja, komm schon. Grüne Blüte. Ach, guck mal, wenn wir hier hinten sind, kommt der Hund nicht mehr. Dann können wir ja vielleicht doch noch ein bisschen... Weil hier drüben, das ist ein ziemlich großes Areal, glaube ich. Da liegen noch ein Haufen Items und so rum. Aber ich traue mich ehrlich gesagt nicht. Wir lassen das jetzt einfach mal. Und gucken mal, was hier vorne so drin steht. Ein Blutfleck. Schön, hier stirbt jemand. Das ist doch ein Leuchtfeuer! Leuchtfeuer! Ach, schön, Kinder. Wenn am Anfang des Videos immer solche positiven Überraschungen auf mich warten, da kann ich immer nicht, da muss ich immer gleich... Da werde ich sentimental. Ich liebe dieses Spiel. Habe ich schon erwähnt. Übrigens hat mich ein guter Freund, Captain Hens, vielleicht kennt ihr ihn noch aus unseren Livestreams von vor 7000 Jahren, wo wir noch gelivestreamt haben. Sollten wir das mal wieder machen? Captain Hens hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es eine Kickstarter-Kampagne zu einem offiziellen Dark Souls-Brettspiel gibt. Gut, es wäre zwar nicht nötig gewesen, dass ich da jetzt gleich mal backe, was ich getan habe, aber, weil das Ding hat sich innerhalb, ich glaube, von 3 Minuten zu 800% finanziert. Da sieht man, dass die Fans Bock haben auf den Scheiß. Aber ich musste das backen. Ich freue mich. Ich spiele. Wir haben das vor kurzem, sage ich mal, so richtig aktiv für uns entdeckt im Freundeskreis. Dieses Rollenspiel, Brettspielgedöns. Und ich freue mich da wie Bolle drauf. Jetzt, es dauert zwar noch bis Mitte nächsten Jahres, bis es fertig ist. Aber die Wartezeit wird sich, glaube ich, lohnen. Und bis dahin spielen wir halt einfach Dark Souls 3. Ne? Was soll's? Mit DLC und so. Was haben wir denn hier unten Feines? Was da auf uns wartet. Okay. What the hell? Ach, das sind wieder solche Geisterviecher, oder? Die ihr Kopf raucht. Was ist hier? Gegenstand voraus. Versucht unterhalb. Ist da was? Ja, da ist tatsächlich was. Aber wo zur Hölle bin ich hier? Wir müssen es rausfinden. Rostige Münze. Wow. Mein Lieblingsitem, Kinder. Mein Lieblingsitem. Oh, warum sind das hier alles so Ledges, die wir nie wieder hochkommen? Naja gut, wir haben ja ein Leuchtfeuer, ist ja kein Thema. Bäm. Pupsi. Große Tina Nietzsche, na, das lohnt sich doch. Okay, die da oben sind jetzt wahrscheinlich zu weit weg. Die werden mich in Ruhe lassen. Lou. Lou. Wow, du schon wieder. What? Wieso habe ich dich nicht erwischt? Du bist ja doof. Jetzt werde ich hier gleich sterben wegen dir, oder was? So, mal kurz heilen und jetzt bist du dran. Penis! I hate you! Lass was fallen! Arsch! Ach, es tut mir so gut, dass ich eine Nacht geschlafen habe. Ich habe da gestern Abend schon gemerkt, ja, jetzt reicht's langsam mit Dark Souls. Ich kann dann immer nicht aufhören, wisst ihr? Ich will dann nur noch ins neue Gebiet gucken und nochmal dahin und da noch ums Eck und den Boss nochmal versuchen und... Ah, oh, dann fließen immer Stunden um Stunden in dieses Spiel. Ja. Kann man mal machen, ne? Was ist denn da oben eigentlich? Eigenartiger Schissel. Wo kommen wir hier jetzt eigentlich hin? Wo, was mache ich hier gerade? Hallo? Ein dunkles Loch. Schön. Das haben wir ja am allerliebsten. Und hier? Hier ist Sackgasse. Gut, liebe Kinder. Oh, ist das nicht imposant? Ich muss ja sagen, ich muss hier bei dem Gebiet wieder ganz besonders an Anno Londo denken. Nicht wegen dem visuellen Stil, naja doch, irgendwie schon. Keine Ahnung, die Architektur erinnert mich wieder dran. Ihr seht da diese kleine, direkt rechts, der kleine Turm hier, der das Gebäude abschließt. Dieses Zackige von der Spitze, das ist total Anno Londo, Kinder. Ach, auf jeden Fall ist das ein schöner Memory-Flashback.
Haben sie bestimmt mit Absicht gemacht. Dass sich die kleinen Fanboys von Dark Souls 1 freuen. Wo gehen wir hier eigentlich hin? Das ist ja schon wieder eine völlig neue Richtung als das, wo wir bei den Knight gestorben sind da. Wo sind wir hier? Da ist ein Leuchtfeuer. What the fuck? Where are we? Kerker von Irithyll. Ach, schön. Sollten wir hier sein, liebe Freunde? Sollten wir das? Haben wir Seelen? Nee. Toll, meine Seelen liegen jetzt natürlich noch da oben. Wunderbar, lassen sich nicht öffnen. Da vorne leuchtet irgendwas grün. Ach ja, ach ja, ach ja. Übrigens, und das muss ich jetzt an dieser Stelle gleich loswerden, habe ich das dumme Gefühl, wir haben etwas Riesengroßes verpasst, liebe Freunde. Ich habe nämlich, immer wenn ich an einem bestimmten Bereich vorbei bin, mache ich mich über diesen Bereich schlau. Nicht von wegen, sag mir alle Geheimnisse, sondern einfach, wie es andere gespielt haben. Ich gehe schon wieder, ist völlig in Ordnung. Sondern wie es andere gespielt haben. Und da kam recht früh die Diskussion über diese lange Holzhecke. Ach, Hallöchen. Über diese lange Hängebrücke auf, wisst ihr, vor Hochfürst Wolnir. Diese lange Hängebrücke, über die ich ja nie drüber gelaufen, ETF, nie drüber gelaufen bin. Und da haben Leute gesagt, schlag mal drauf, Ich habe mich nicht schlau gemacht, was das bedeuten soll. Schlag mal drauf. Aber wir werden das irgendwann demnächst mal tun. Anscheinend. Ich weiß nicht, ob es eine Falle ist oder geht es da vielleicht noch in ein Gebiet? Das gilt es herauszufinden, liebe Kinder. Aber jetzt gilt es erstmal herauszufinden, was dieser Kerker hier von... Mein Gott, das war ja wie in einem Horrorfilm jetzt. Kerker. Was willst du hier? Oh, ich habe deinen Eimer kaputt gemacht, Kerker. Komm, wir schlagen dich jetzt einfach. Guck mal. Bist tot. War das so schlimm? Nee. Einfach von mir umbringen lassen. Das ist die einzige Möglichkeit für dich. Hier auf Dauer durchzukommen. Komische Phantome. Du miese Drecksau. What the fuck? Okay, weißt du was? Dann machen wir ganz einfach. Guck mal, ich habe nämlich einen Charge und dann... Ach, und außerdem, weißt du, was ich noch hab? Guck mal her. Ah, und den habe ich nochmal. Oh, sorry. Verkackt. Sorry, ich wollte dich nicht ärgern. Aber jetzt nochmal. Ja, meine Fresse. Guck mal. Jetzt ist aber gleich Feierabend hier, oder? Aua! Hey, mach mal das schwindende Seele-Ding weg. Ich kann das ja aufmachen! Großes Zauberschild? WTF, Mann, was wollt ihr von mir? Wieso sammle ich hier einen Haufen Zeug auf? Hello? Is somebody here? Blutfleck berühren. Hätte man da von oben reinfallen können? Nee, oder? Macht der plötzlich die Tür auf? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Okay, ihr... Ach, das sind doch diese Typen in den Käfigen, aber die sind verhangen, ne? Guck mal, ein Gegner. Ey, dass der mich hier jetzt runtergeworfen hat, fand ich nicht so geil. Muss ich ja gestehen. Illusion wie Walls? Nee, ne? Ey, hört auf mit euren scheiß Spielerphantomen hier. Ich werd blöd. Au. 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 Ey, das ist nicht euer Ernst hier, ne? Nein. Ich will nicht, dass ihr mich immer so viel angreift. Ihr seid doof. Aua, ich drück den falschen Knopf, ich Idiot! Ich hab gleich keine Estus mehr. Sprach er und hatte noch 5. Und hui! Hey, warum brennt nur der eine? Ich hasse euch. Jetzt sterbt doch endlich mal. Das gibt's ja wohl nicht, ey.
Guck mal hier und du. Bäm! Und zack! Okay, lieber nicht verwandeln lassen, die Slash-X. Das macht wenig Spaß. Mantel des uralten Zauberers. Da will ich auch mal kurz nach der Lore gucken, wer das ist. Ein traditionelles Gewand der Zauberer der Drachenschule von Winheim. Es heißt, Zauberer seien schon vor langer Zeit immer korrekt gekleidet gewesen, selbst auf Entdeckungsreisen in ferne Länder. Heute hat sich dieser Brauch fest etabliert. Okay. Ey, jetzt reicht's aber mit eurem... mit eurem Zeug hier, ne? Ich hab eh keinen Bock, zu euch hinzugehen. Und jetzt stresst ihr mich hier so. Da hinten lockt mich ein Item in die Falle, ich weiß es. Ach, guck mal, da vorne ist so ein Dude. Tot. Ah, ah. Okay, Fire Dude, dich kriege ich noch. Ja, komm, mach erstmal dein Ding. Achso, die machen wieder irgendeinen komischen Dampf hier. Na, dann kriegst du jetzt einen. Ah! Ich wusste es. Die haben mich verflucht! Die haben mich verflucht. Mein Heilbalken. Mein Heilbalken. Oh Gott. Oh, es war nur temporär. Oh Gott, ich hab gedacht, ich bin verflucht. Okay, Crappies. Wären wir Freunde hier unten, oder? Ich lass mich diesmal einfach nicht runterstoßen. Hör mal, hier kam der doch das letzte Mal raus, oder? Und schnipp. So. Dann war hier vorne der, den lassen wir mal vorbeischlawenzeln. So, und wo kam der Typ raus, der mich da runtergeschubst hat? Hier, glaube ich, aus der Tür, ne? Oh. War da jetzt hinter mir einer? Habe ich das richtig gesehen? Beziehungsweise gehört? Nee, über uns wahrscheinlich, ne? Okay, diesmal falle ich einfach nicht runter. Who cares? Vorsicht vor Fluch, deshalb Köder wird benötigt. Okay, halt die Klappe. Niemand verbeugt sich vor mir. Nicht fluchen, nicht fluchen. Brandon auch nicht. Alter, sehr viel Fluch. Sehr viel Fluch. Okay, einer von euch muss zuerst. Es hilft nichts. Na, wer von euch ist schneller? Na? Ah, guck mal, der Fluch hebt sich wieder auf. Das ist ja nice. Und. Ja, Bots! Feierabend. Ach, gepriesen sei mein Schwert. Alter Schwede, das ist ja ganz schön fies hier unten. Da hinten ist schon wieder ein Item, was mich locken soll. Hier geht's auf die andere Seite. Keine Fallen. Keine Fallen. Okay. Gut hinhören. Aber was willst du mir damit sagen, Spiel? Dass ich taub bin ansonsten? Hm. Okay. Gehen wir mal hier noch hin. Hier wartet auch noch irgendwas. Vielleicht können wir ja einen Shortcut freispielen. Oh ne, ist das eine Ledge? Ah ne, es ist eine Treppe. Ah, jetzt kommen wir von der anderen Seite hier hin. Und da vorne liegen meine Seelen. Na, das ist ja wunderbar.
Nicht doch, hör doch auf mit so einem Scheiß. Okay, kurz heilen. Und dann. Und. Bam! Tja, da braucht keiner mit mir messen, Kinder. Habt ihr gemerkt, wer hier der Boss ist, ha? Habt ihr gemerkt? Oh, ich war schon kurz vorm Umdrehen, weil ihr mich hier unten nervt. Schnipp, schnapp, pipi ab, Kinder. Ist hier sonst irgendwas? Nee. Guck mal, da liegt was. Wunderbar, verschlossen. Finde ich immer nice, wenn was verschlossen ist. Können wir da irgendwie reindroppen? Ist hier irgendwo eine Vorrichtung? Nee, ne? Ist direkt hier drunter. Wie kommen wir denn da rein? I don't get it, man. I don't get it. Okay, wir machen mal lieber wieder den hier, obwohl... Nee, hier war ja alles voll mit diesen Viechern, ne? Die feuerempfindlich sind. Warte mal, da vorne, das Item hatten wir ja geholt. Tot. War sonst irgendwas? Ist das eine Leierwand? Nein. Ich habe eigentlich gar keinen... Okay, passt auf, wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen wieder hoch und wir gehen über diese Brücke. Weil diesen Weg da unten gehe ich jetzt nicht freiwillig zurück. Die ganzen Feuerviecher nerven mich. Ich frage mich, ob die alle hier unten feuerempfindlich sind. Oder halt wirklich bloß wieder diese Madenviecher... Was soll das? Was machen sie hier für Geräusche? Sind sie komisch? Ach, wunderbar. Och nee, am Ende des Ganges, das ist so eine Falle. Da kommt da was von der Seite, Kinder. Und ich höre ganz leise, warte mal. Ich meine, dass ich hier irgendwo das Klimpern von einem... Das Klimpern von einem Crystal Lizard höre. Okay, Bitch. Du bist jetzt down. Ach, guck mal, was da an der Seite drin hockt. Ich hoffe, der ist auf mich aufmerksam geworden. Ja, ist er. Wunderbar. Na, komm mal her. Na, komm mal her, du. Na, du Feiner, du. Hm, guck mal, ich lade jetzt gleich für dich auf. Achtung. Ah! Ja, du Arschloch. Du musstest unbedingt Stress machen, ne? Du musstest. Okay, mach nochmal dein komisches Fluchgas hier. Und jetzt bist du dran. Bäm. So machen wir das hier. In Orange County. Asshole. Geht's immer noch nicht lang, ne? Ihr seid ja gay. Ey, nicht hier schon wieder irgendwas. Oh, da klappt der Backstep plötzlich, oder wie? Oh, heilen, 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 heilen. okay. Jetzt finde ich irgendwie immer noch nicht, wo es hier runter geht, sie alle deiden. Was ist denn hier los? Ist der hier an der Seite drin? Ah, guck mal, da ist ein Loch in der Wand. Dann haben wir hier wahrscheinlich ein Problem drin, ne? Hm. Oh, nochmal. Oh Gott, ich habe so Angst, was hier gleich kommt. Ach du Scheiße. Wer bist du denn? Hast du Angst vor Feuer? Soll ich dich mal hauen? Guck mal. Der sah gar nicht aggressiv aus. Warum habe ich es getan? Warum? Du arme Wurst. Meine Fresse, mein Plan war gar nicht, hier reinzugehen, eigentlich. Ich wusste ja nicht mal, dass es das hier gibt. Aber mein Plan war eigentlich...
Yeah, Shortcut. Mein Plan war eigentlich, den Weg zu verfolgen, den wir gestern gegangen sind, und diesen hässlichen schwarzen Ritter zu besiegen, beziehungsweise ganz feige an ihm vorbeizurennen. Das war mein Plan. Feige an ihm vorbeirennen. Hello? Ach, na guck mal, was da vorne steht. Umzingelt von Skeletten, die da rumliegen. Ich seh's doch. Ach! Du Schwein. Okay, da vorne steht auch einer. Gut zu wissen. Au, 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 au. Okay, wenn du es nicht anders willst, dann kriegst du halt so einen. Soll's. Zacke, zacke, zacke. Uff. Alter. So, jetzt ist auch mal genug hier. Genug! Der neue Film mit Jennifer Lopez. Komm, mach mal dein komisches Gas. Idiot nochmal. Ey, die können mich ja... Die können mich ja einfach so vergiften. Nein! Ich schlag auch noch vorbei, ich Idiotenhammel. Okay, könnt ihr jetzt alle tot sein? Wäre das nice? Wäre das nice? Kann ich bitte wieder meinen normalen Gesundheitsstatus zurückhaben? Danke, danke, ja, genau, danke. Mhm, mhm. Hm, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Danke sehr. Okay. Dann mal hier runter. Mir macht es immer noch Sorgen, die ganzen Skelette, die hier rumliegen, die stehen doch bestimmt auf. Da ist schon wieder so ein Hundevieh. Und da ist so ein Käfig-Dude. Bah! Tja, brauchst gar nicht erst zappeln, Idiot. Gar nicht erst zappeln. Alter, was ist das, Mann? Sind das Babys? Au. No! Hör auf! Arschloch. Wow, ich habe durch die Wand Sachen kaputtgeschlagen. Ich bin so imba. Bin so imba. I'm so imbay. Da vorne liegt Crystal Lizard. Ey, ich habe ein gutes Gehör, ne? Hey, hey, hey. Nicht erst zappeln. Einfach so sterben. Ich trau hier nichts in diesem Scheißgrab. Zur Hölle bist du? Warum sind da so komische Helme? Warum kann ich... Es war mir so klar. Nicht von dieser... Ey, wie viele Shortcuts gibt's denn hier noch? Jetzt macht mal halblang, Kinder. Das ist ja ein Scherz, was ihr hier veranstaltet. Okay, Crystal Lizard, bist du unbewacht oder muss ich hier mit feindlicher Übernahme rechnen, wenn ich dich töten will? Und yeah. Miese Drecksau. Du hast mich um meinen Crystal Lizard gebracht. Arschloch. Mein Crystal Lizard. Nicht hier. Sollte ich lieber nicht aufmachen? Okay, den erwischen wir nicht. Ja, aber wenn nicht hier, dann... Wenn nicht hier... Wann dann? Wenn nicht jetzt? Sag mal, ist das nicht der Punkt, von dem ich gerade gekommen bin? Hier habe ich doch den Shortcut aufgemacht, oder? Wo zur Hölle bin ich? Nee, habe ich keinen Shortcut aufgemacht. Alter, was ist denn hier? Was ist denn hier kaputt in dem Gebiet? Ach du Kacke. What the hell? Da liegt ein Item, da kommen wir nicht dran. Ich frage mich echt ernsthaft, wo ich gerade bin. Ich habe gedacht, ich bin wieder vorne, einfach auf der anderen Seite von diesem Gitter. Ich werde blöd. Heimatknochen. Na wunderbar. Kriegen wir vielleicht ein Leuchtfeuer oder einen Shortcut zum Leuchtfeuer? Das wäre schick. Okay, da unten sind zwei Zauberer. Konzentrier dich, Chor. Konzentrier dich. Vorsicht vor hinten. Kurz gesagt, Hinterhalt. Ey, das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Jetzt werfen die schon mit irgendwas. Die Idioten.
Na komm. Tja, bisschen effektiver arbeiten das nächste Mal. Euch hätten sie nicht einstellen sollen. Hier könnt ihr ja nichts. Okay, ansonsten ist hier nichts. Was haben wir mit der Heilung? Heilung ist noch okay. Oh, bitte Shortcut zum Leuchtfeuer, Kinder. Ach nee. Mimik. Vorsicht vor Illusion. Vorsicht vor Falle. Haben wir vielleicht hier eine Illusion? Wir lassen die Illusion erstmal stehen und gucken, ob wir vielleicht den Shortcut kriegen, weil dann kämpfe ich lieber mit der Illusion. Aber ich habe so dermaßen die Orientierung verloren, ich glaube nicht, dass wir hier einen Shortcut kriegen. Obwohl du da vorne könntest mal herkommen. Nicht drei. Na klar. Drei. Ach, die anderen gehen einen anderen Weg? Nee, gehen sie nicht. Vier. Na, das ist... Mensch, Leute, wir können Freunde werden hier. Noob. Okay, na kommt her. Ich habe einen für euch. Und du hast auch einen für mich. Uff. Okay. Na, ihr da hinten? Ach, ihr seid Armbrust... Ach du Scheiße, sind das alles drei Armbrustschützen? Nee, das ist nochmal so ein Typ mit dem Hammer. Der beachtet mich aber noch nicht. Nein! Ach. Okay, wisst ihr, was wir mal machen? Wir fressen mal wieder eine Glut. Ja, kommt nur her. Bin ein bisschen zu gut für euch. Ich weiß, ich weiß. Bitte lobpreist mich nicht. Bitte lobpreist mich nicht. Löll. Really? Da unten ist ein Item? Da kommen wir wieder raus. Ey, Kinder, ich will doch jetzt bloß meinen Shortcut haben. Was anderes will ich da gar nicht. Die sagen auch, man soll sich da runterfallen lassen, ne? Das wird doch hier im Leben nichts. Ach, guck mal. Hat noch nicht gereicht. 6 Stück. Na komm her, Dickerchen. Na komm her. Komm, einen hast du frei. Hast verkackt. Tut mir leid, war ein Angebot. Na du? Na du? Man kann ja gegen die rollen und dann staggern die. Das ist ja geil. Okay, Seele eines todesmutigen Gedönses. Warum kann man hier überall bloß runterdroppen? Da vorne war eine Leiter. Ich hoffe schon, dass die mir mal einen Shortcut geben jetzt. Ich mach doch das nicht alles nochmal jetzt. Ich bin doch nicht blöd. Und außerdem höre ich hier Feuer. Das muss doch alles zusammenhängen hier. Ach, guck mal. Da ist auf jeden Fall meine Tür. Wofür diese Tür hin? Öffnen. Hooray for Shortcut hätte ich gern gelesen als Einblendung. Ist das etwa Schützenposition? What the fuck? Die haben einen Riesen hier unten eingesperrt. Shortcut? Kann man den hauen? Ist das etwa Schützenposition? Spiel, ich verstehe deine Logik nicht. Gib mir einen Shortcut. Wo wären wir denn da in diesen ganzen Löchern da oben rausgedroppt, frage ich mich gerade. Einfach hier runter, ne? Soll ich dir mal voll eine verpassen, Digga? Komm mal hier, komm mal hier. Kriegst einen Sword Stance. Boah! Au. Uh-oh. Uh-oh. Sorry, ich wollte dich nicht wütend machen.
Okay, ich wollte dich wütend machen. Gut, liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung. Dann sollte ich vielleicht mal überlegen, was ich als nächstes mache. Hier haben wir jetzt einen Haufen Seelen liegen lassen. Leck mich doch am Arsch. Diese Tür wollte ich doch bloß aufmachen. Warum quälst du mich so, Spiel? Schalte das nächste Mal wieder ein bei Dark Souls 3. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann.